Was sind die Aufseher? Sie werden auf der Karte angezeigt. Wollen wir die andere Quest hier auch noch mitnehmen? Vielleicht können wir ja was zusammen erledigen. Ich habe Verwendung für euch. Welchen Botengang ihr auch für euren Meister machen sollt, das kann warten, bis wir fertig sind. Ganz schön frech. Mhm. Was gibt euch das Recht, mir Befehle zu erteilen? Ich bin Inquisitorin Urind und ich repräsentiere die Geheimoperationen der Sith. Wir halten gegenwärtig einen wichtigen Jedi gefangen. Einen Spion, der die Akademie erreichen wollte. Wir haben Pläne mit ihm. Bei der Gefangennahme haben wir herausgefunden, dass der Verstand des Jedi leicht zu manipulieren war. Durch eine Mischung aus Drogen und Magie haben wir ihm falsche Erinnerungen verpasst. Bald wird er zu seinen Jedi-Kommandanten zurückkehren und die Lügen berichten, mit denen wir ihn gefüttert haben. Er wird nicht wissen, was wir getan haben. Wir müssen nur noch seine Flucht inszenieren. Eine Aufgabe für einen Sith. Gut. Es gefällt mir, dass ihr unser Projekt zu schätzen wisst. Ihr seid jung und neu genug, um einen plausiblen Verräter abzugeben. Geht zu dem Jedi. Sprecht mit ihm. Tut, was er sagt. Erschleicht euch sein Vertrauen. Wenn das erreicht ist, befreit ihn. Tut, was auch immer nötig ist, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Wir werden sicherstellen, dass er sein Schiff erreicht und sicher zu seinen Jedi-Freunden zurückkehrt. Das ist für einen Sith wie mich nicht angemessen. Nein? Ich will mich klar ausdrücken. Wenn ihr euch mir verweigert, verweigert ihr euch dem Imperium. Eure Ausbildung zum Sith gewährt euch keine uneingeschränkte Freiheit. Also, was soll ich tun? Ihr findet den Jedi Quarian Dorius im Kerker. Er ist noch immer verwirrt und sollte nicht allzu schwierig zu überzeugen sein. Okay. Ich hoffe, du kennst dich hier besser aus. Also, auf der Karte haben wir einige Punkte hier direkt abzugeben. Und das erste ist hier der Jedi. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich nehme an, ihr seid der Jedi, der gefangen genommen wurde. Ich bin Quarian Dorius. Ich bin ein Jedi, selbst hier. Sogar auf Korriban. Was kümmert es euch? Warum seid ihr hier? Die Jedi sollen euch gebrochen sehen und daran verzweifeln. Ist das mein Schicksal? Ein Symbol für euren Triumph zu sein? Aber es ist wohl besser, als hier zu bleiben. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Warum wiederhole ich mich ständig? Was ist los mit mir? Irgendwen interessiert das sicher. Mich nicht. Ihr habt recht. Verzeiht. Es gibt keine Leidenschaft. Nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Der Kodex der Jedi wird mich leiten. Ich kann mich konzentrieren. Wenn ihr mir bei der Flucht helfen wollt, brauche ich meine Sachen. Mein Lichtschwert, meinen Comlink. Bevor ich gefangen genommen wurde, haben die Sith mich in Tulak Horts Grab verfolgt. Ich habe meine Sachen in einer Urne versteckt, um weniger Ballast tragen zu müssen. Dort müsst ihr hingehen. Wollen wir jetzt echt Sache für Jedi? Ja, weil wir doch dafür sorgen müssen sollen, dass er uns vertraut. Es fühlt sich so falsch an. Aber wir tun's, um die Jedi in die Irre zu führen. Ich treff nie die Treppe.
so verwinkelt hier. Das war der erste Aufseher. Hat er sich nicht gefreut, warum er in seine Sitzung reinstürme? Wir waren ganz unauffällig, ganz unauffällig. Ja, total. So, hier unten rechts dürfte noch einer sein. Die Lady. Und der Rest scheint dann echt vor der Tür zu sein. Irgendwie ist das schon gut gemacht, ne? Immer wieder so Kombi-Quests. Die haben null Respekt vor mir. Null Respekt. Haben sie anscheinend nicht, nein. So, wir haben einmal hier links einen. Ach, der uns vorhin die Quest gegeben hat bezüglich den Verrätern. Und dann da hinten, wo auch dann die Hauptstory weitergeht, ist noch eine. Ups, ich dachte, ich musste Luna. Bin da. So, mal gucken. Hier geht's rein zur Hauptquest, aber die andere scheint da vorne zu sein. Ich denke mal, wir machen das schnell mit dem... mit der Reinheit. Und später, wenn wir dann wieder zurück müssen in die Akademie, können wir dann alles auf einmal abgeben. Hättest du eine nette Flugmaschinenmöglichkeit oder so gegeben? Ich glaube nicht, weil... Was ist das? Eine Heldenquest. Annehmen oder nicht? Können wir annehmen, können wir ja später dann vorbei mitmachen, wenn wir dann dort vorbeikommen. Das waren zwei Stück, ne? Genau, das sind Heldenmissionen. Das heißt... Ich kann den ja nicht scannen. Ich hab das schon gemacht, das zählt für beide. Und was ist die Tür hier? Das bringt uns zur imperialen Flotte später. Wir hätten zwar jetzt die Möglichkeit, uns durch einen Pass, den Heldentransport, uns direkt zu der Quest von diesen Heldenquests porten zu lassen. Weil mit einem höheren Level kann man die Quests trotzdem auf seinem Level machen und kriegt dann auch noch Belohnungen für. Ich flehe euch an. Findet die Maschine und betankt sie mit Blut. So, und jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen. Anscheinend müssen wir beide Sachen einsammeln. Also Augen aufhalten. Wenn wir die Karte aufmachen, sehen wir ja, wo wir hin müssen. Ich habe eine neue Fähigkeit, einen Kettenblitz. Du hast schon putt gemacht. Aber ich will doch mal eine neue Fähigkeit gucken. Hat Puff gemacht. Warum muss ich dann immer vorrennen? Das gefällt nicht jedem. Du sollst das Gefühl haben, auch wichtig zu sein. Wow.
Die Starken kriege ich nicht mit einem Schuss kaputt. Irgendwas Flugähnliches? Yep, die hatte ich vorhin schon in meiner Quest. Also ich muss hier die große Tafel. Mhm, ich nicht, da hin ist Kist. Aber du hast auch eine Quest hier drin. Aber ich glaube, du musstest hier drüben was einsammeln. Zumindest wird mir das auf der Minikarte angezeigt. Yep. Das ist sehr praktisch, wenn zumindest die Sammelquests hier für beide auf dem Weg erledigt werden. Bist du nochmal? Ja, ich kleb dir auf den Fersen. Links oder rechts? Möglichkeiten. Ich würde sagen, links. Dort ist auch die eine Heldenquest. Die Hassmaschine. Ein bisschen übertrieben ist die Fähigkeit schon. Vielleicht werden ja mit der Zeit die Gegner stärker. Hast du auf K schon deine Skillung festgelegt? Wenn du K drückst, genau, dann. Also, da kriegst du dann drei. Du kriegst noch die drei ja, möglichen Skillbäume angezeigt und da kannst du dich für einen entscheiden und dann kriegst du dafür noch zusätzliche Fähigkeiten freigeschaltet. Mit den Leveln. Man kann die auch. Genau, man kann die auch später wieder ändern. Das ist jetzt die Heldenphase. Da kommen wir beide rein. Das ist jetzt so eine Art Gruppenquest, schwieriger als normale Quests. Ach, okay, nee, wir müssen das beide durchlaufen lassen, glaube ich. Auf der anderen Seite. Okay, ich mach die Kleinen weg.
Hier ist jetzt die alte Tafel. Und das war die Quest. War wohl was anderes. Ich gucke jetzt noch, was in der blauen Kiste ist. Gar nicht mal so schlechte Sachen drin. Ich habe einen neuen Helm und einen Fokus gekriegt. Und es sind so Art tägliche Missionen. Ja, andererseits, oder? Hier müssen wir weiter. Wir sind jetzt hier ja in diese Grabkammer und müssen ja hier erstmal noch unser Sach looten. Ich muss hier wieder die Tafel übersetzen. Oder die Schrifttafel aufzeichnen. Du musst hier auch wieder was einsammeln? Schon erledigt. Sehr schön, dann geht es jetzt zum Archiv. Also ich muss jetzt die Tafel aus dem Archiv einsammeln. Ja, wenn wir jetzt links rumlaufen, können wir auf dem Weg noch schnell die Ausrüstung von dem Jedi holen. Du willst dem Jedi echt helfen, ha? Huh? Wir sollen dem doch helfen. Ich habe einen Fehler gemacht. Was denn? Ich habe das Symbol jetzt doppelt in der Lasche. Wie mach ich das wieder raus? Ah, okay. Ich aktiviere Mutschloss, dass du mal das nicht mehr passiert. Stufe 11. Schön, ich war schon 11. Gute Schüler. Du hast mich ja auch ewig warten lassen. Sorry, dass meine Storyline ein bisschen heftig war. Was war denn das jetzt für eine Cutscene? Komisch. Die haben das geplündert. Guck mal, da in der Mitte steht einer mit goldenem Stern. Ja. Wollen wir den mitmachen? Das ist was Besonderes. Ja. Also die Gegner haben entweder kein Symbol, dann sind es ganz einfache Gegner. Oder sie haben das silberne Symbol, dann sind sie etwas stärker. Oder sie haben das goldene Symbol, das sind nochmal stärker. Und dann gibt es noch welche mit einem gemischten Stern zwischen Gold und Silber anscheinend. Also wenn über dem goldenen Stern nochmal versetzt ein silberner Stern ist, dann ist es ein Champion-Boss. Ist es schon mal? Ich habe auf jeden Fall auch was von der Quest bekommen. Irgendwas für mal Gefährte, bitte. Ja, habe ich auch gekriegt. Und dabei haben wir noch gar keine Gefährten. Ich habe da ohne wie so Ziel oder Uhr oder was in der Minimap. So ein gelber Punkt? Sich, ja.
Das sind Bereichsquests, irgendwelche Sammelquests, die in einer bestimmten Region abgeschlossen werden können. Wenn du da drauf gehst oder die Map auf groß machst und dann auf diesen rotierenden Punkt gehst, wird dir einmal angezeigt, in welchem Bereich Sachen zu finden sind. Also ich habe jetzt alles vom Jedi. Du auch? Wie heißt die Quest? Gefängnisausbruch. Ich kehr zu Jedi zurück. Dann hast du auch alles. Und hier drin habe ich jetzt auch wieder zwei Quests. Also denke ich mal, dass die zweite Heldenmission hier drin ist. Ich habe einen Dot gekriegt. Die Fähigkeit erdrückende Dunkelheit. Es macht keine Blitze. Aber es macht Licht aus. Es macht Licht aus. Ruft eine dunkle Energiewolke herbei, also macht's Licht aus. Das ist dann wieder die Heldenphase. Gelbe Gegner. Moment, ich kann den einen wirbeln, dann kommt der nicht im Kampf mit. Für meine Klinge. Also in dem Level eine Heilung und ich habe sofort die Aggro. Weil mal die Gelben aufmachen, dass die uns dann in den Rücken fallen. Mhm. Ich glaube, das war dumm. Von mir oder was? Ich habe einfach reingeblitzt, Dingens. Ach, ging doch. Wollen wir sie alle wegmachen? Alle Gegner hier drin? Oh shit. Wow! Der hat. Boah. Eigentlich mal Action. Aber das gab einiges an Loot. Meine Tasche sind bald voll. Okay, also wenn wir das nächste Mal zurückgehen, einfach mal
zum Händler. Also ich habe jetzt rechts oben noch eine Mission abgeschlossen und da kann ich jetzt die Quest abgeben. Das ist wahrscheinlich die von hier. Rechts oben steht offen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch stand. Mhm. Und dann kriege ich da wieder so eine blaue Kiste. Level 12. Da gab es jetzt ein Implantat und blaue Stiefel. Ich kann sie nicht öffnen. Warum nicht? Weil die Taschen voll sind. Hast du ein paar von den grauen Sachen, die du vielleicht sofort einfach wegschmeißen kannst? Alles Geld. Oder das Feuerwerk, weil das kannst du zum Beispiel nicht verkaufen. Du kannst es ziehen und in die Mitte ziehen, dann kannst du es wegschmeißen. Mit Linksklick halten und dann aus der Tasche ziehen. Dann lieber doch was Graues. Okay, dann noch schnell die letzte Quest. Kann ich bei dem was verkaufen? Nein, leider nicht. Klingenwände. Aber wenn wir jetzt hier die letzten Quest-Items haben und wir müssen zurück in die Akademie, könnten wir uns über die Schnellreise zurück teleportieren. Wo sind meine Fähigkeiten? Der hat mir irgendwas gegeben gerade. Normalerweise werden die direkt erlernt, ansonsten über P. Da ist übrigens auch das Symbol für die Schnellreise. Und der Allgemein. Ah, das ist passiv. Wenn ich was blockiere, dann kann ich den noch besserer Schlag. Ah, du hast die Tank-Spezialisierung gewählt. Nicht. Ja. Du kannst dir in die Leiste ziehen. Nö. Okay, weiter. Also wenn es mit dem Platz zu tun hat, wir können nach dem hier auch gerne zurück teleportieren. Also, ich muss jetzt dann hiernach auch tatsächlich zurück. Wo musst du hin? Ich bin zwar nur ein Hexer, aber so ein Lichtschwert sieht halt doch besser aus als so ein komischer Knüppel. Quest-Items werden aber zum Glück in der separaten Tasche verstaut. Das sag ich mal jetzt.